So, bevor wir es hier anfangen, gibt's aber erstmal ein Espresso. Jo, und damit moin moin YouTube und herzlich willkommen zu diesem Assetto Corsa Video. Heute gibt's ein kleines Special zum Team Ring Police bzw. Iron Force. Der 911 GT3R von, ja, unter anderem JP, Jan-Erik Sloten und Lukas Luhr. Die treten damit ja dieses Jahr in der GT Masters an und wir stellen das Ganze hier heute mal in Assetto Corsa ein bisschen nach. Ich habe mir also so ungefähr alle ADAC GT Masters Skins runtergeladen, die ich so auf Race Department gefunden habe. Und die werden wir jetzt gleich alle mal auf den A1 Ring loslassen und hier im, ja, geilen Elten Sicherheitsschuhe Porsche gegen die KI antreten. 5 Runden fahren wir gegen die. Aber bevor es jetzt losgeht, zeige ich euch erstmal das Auto. Wer den YouTube-Kanal von Ring Police kennt, der weiß, wie die Jungs immer ihre Autos präsentieren, zwar in Form von einem Car-Porn. Ja, und so ungefähr habe ich das hier auch mal versucht. Also, ich wünsche euch viel Spaß. So, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe mich relativ schwer getan damit. Ich habe ja so von einer professionellen oder von einer halbwegs professionellen Videobearbeitung auch überhaupt keine Ahnung. Aber hat doch irgendwie Spaß gemacht, das Ganze mal zu erstellen. Ja, so, jetzt sind wir jetzt auf jeden Fall hier im Cockpit, stehen schon am Start, ganz hinten in der Startaufstellung, haben das ganze Feld hier vor uns. 20 Autos sind das insgesamt. Wie gesagt, mehr Skins habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich denke mal, das sind schon jo, einigermaßen Gegner genug. Wir fahren jetzt auf jeden Fall 5 Runden und wollen mal sehen, was der Iron Force GT3R hier so leisten kann. A1 Ring ist ja auch der nächste Stopp der realen GT Masters in 2 Wochen. Von daher, das passt hier, denke ich, ganz gut. Ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt einfach mal ins Rennen. Hier schön stehend gestartet, supi. So, Ampel kommt. Und los geht's. Ich hoffe, die KI sortiert sich jetzt einigermaßen schnell. Wahrscheinlich nicht. Rosberg. Huracan da. So ein ganz toller WWT Audi vor uns hier. Mein Gott, ist die Karre hässlich. Da vorne haben wir einen Phoenix Audi. Das ist schon ganz cool. Ja. Ja, lange nicht komplett ein GT Masters hier zu fahren, aber schon GT Masters Flair. Oh, ja, und so, jetzt könnt ihr euch aber mal sortieren. Da die neue Mann-Filterlackierung, auch ziemlich geil, das Ding. Ja, aber wie komme ich darauf, hier dieses Video zu machen über das Iron Force, Ring Police Team, wie auch immer? Ja, ich habe irgendwie angefangen vor einer Woche oder so, mir mal die ganzen Videos von Ring Police hochzuladen, die der, ja, vor allem der Jan-Erik Sloten ja hochlädt. Habe ich vorher irgendwie nie so wirklich beachtet, die Videos. Und ja, jetzt habe ich mir mal die ersten angeguckt davon und die waren doch ziemlich geil. Von daher habe ich die jetzt in der letzten Woche alle durchgesuchtet. Und irgendwie fand ich das so cool, das ganze Projekt auch mit dem Porsche hier in der GT Masters an den Start zu gehen, auch als, ja, Nicht-Profi-Fahrer wie der Jan-Erik Sloten. Das ist einfach so cool, wie die Jungs das aufbereiten und rüberbringen. Von daher habe ich gedacht, da muss ich jetzt unbedingt mal ein Video drüber machen, weil das doch irgendwie, ja, das bewegt mich momentan. Weil ich sag mal, es gibt halt, ja, im Profi-Rennsport, was die GT Masters ja nun mal definitiv ist, ja, nicht so viele Leute, Teammitglieder, Fahrer, die wirklich so einen tiefen Einblick gewähren auch.
Weil der Jan-Erik Sloh und der, ja, die machen ja die ganze Zeit Videos, also auch während der Sessions, wenn dann einer am Fahren ist und der andere macht dann mal, sagt mal so ein paar Sachen in die Kamera auch rein, das finde ich unglaublich cool. Und natürlich auch die Art, wie die Videos machen, also die beiden, also der Jan-Erik Sloten und der Lukas Luhr. Lukas Luhr ist ja auch erstmal ein super Typ, also der hat ja auch mittlerweile echt fast alles gewonnen, dass er dann überhaupt bei so einem Projekt dabei ist, finde ich auch schon cool. Und der ist ja auch ein absolut cooler Typ. Ja, und die beiden nehmen sich halt echt nicht zu ernst, beziehungsweise nehmen sich überhaupt nicht ernst. Und das ist einfach nur zu geil. Also ich könnte mich jedes Mal bepissen, wenn ich die Videos gucke. Auf der anderen Seite natürlich auch noch der sportliche Aspekt dabei. Zu sehen, wie jemand, der ja jetzt nicht unbedingt so im Profi-Rennsport bisher unterwegs war, wie der Jan-Erik, und sich dann da aber so behauptet. Und man sieht ja auch schon so über die Videos, wenn ihr euch die mal anguckt. Übrigens, wenn ihr die ganzen Videos mal geguckt habt, dann versteht ihr auch den Anfang mit dem Espresso am Anfang. Aber das ist einfach so geil. Die beiden immer. Ja, auf jeden Fall ja der sportliche Aspekt, so die Weiterentwicklung innerhalb der ersten paar Rennen jetzt. Ja, sind ja erst zwei Läufe gefahren in der GT Masters. Zusätzlich sind die beiden ja auch bei GetSpeed das 24-Stunden-Rennen gefahren am Nürburgring. Auch da gab es viele Videos zu. Macht also immer tierisch Spaß, dazu zu gucken. Ja, und jetzt sitzen wir hier selber mal in dem GT3R. Auch eins der coolsten GT3-Fahrzeuge überhaupt, finde ich. Das ist halt einfach ein Porsche. Auch dank der Videos ist mein Porsche-Hype wieder voll da. Ich war ja schon immer ein Porsche-Fan, aber jetzt gerade wieder umso mehr. Wenn man sich halt auch mal anguckt, was der Jan-Erik Sloten so jobmäßig eigentlich macht. Ja, mehr oder weniger exklusiv Porsche-Händler. Die haben sich ja Ringpolice mehr oder weniger darauf spezialisiert, ja, spezielle Porsche-Fahrzeuge zu handeln. Also irgendwelche besonderen Einzelstücke oder Kleinserien, irgendwelche besonderen Lacke oder was weiß ich, alles Mögliche. Also mal auf der Suche nach einem ganz speziellen Porsche ist, dann denke ich mal, ist man da ganz gut beraten. Finde ich allein schon so krass, in jedem Video, was man sich von denen anguckt, fährt er einfach einen anderen Porsche. Einfach, das ist so ein Traum, ne? Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, dieses Leben möchte ich gerne leben. Aber da sieht man mal wieder, ja, im Grunde kann man das halt auch einfach selber schaffen. Das, ja, das macht doch immer wieder Spaß zu sehen. So dieses, ja, wenn man sich so einfach selbst verwirklicht, einfach seinen Traum lebt, ne? Das finde ich absolut cool. Und eigentlich versuche ich das oder möchte ich einfach in meiner Zukunft auch versuchen, das auch zu tun. Auch wenn das bei mir als Maschinenbauingenieur, der ich ja werde, oder auch schon bin, ja, vielleicht ein bisschen anders laufen wird. Aber ja, ist halt immer cool, sowas zu sehen und zumindest so ein Vorbild. Und für mich ist das eine Motivation, einfach zu sehen, ja, man kann das schaffen. Und man kann auch als Nicht-Profi-Rennfahrer durchaus in der GT Masters mal fahren, um es jetzt mal konkret zu sagen. Jetzt hat er natürlich auch noch den großen Vorteil hier, den Lukas Luhr da als Partner zu haben, der auch ein unglaublich lässiger Typ ist, aber natürlich auch unglaublich viel Erfahrung mitbringt. Ich laber hier die ganze Zeit schon wieder hin und her und mache hier fahrtechnisch überhaupt keine gute Figur. Wir haben jetzt noch niemanden überholt. Oh Mann, da ist schon einer in der letzten Runde. Dann sind wir ja hier gerade platzierungstechnisch echt auch wie das echte Team Iron Force unterwegs. Momentan noch eher im hinteren Mittelfeld. Ich denke mal, die Jungs kommen auch noch. Weil die das Auto mal verstanden haben, denke ich mal, geht es damit sicher noch ein bisschen weit nach vorne. Ist auf jeden Fall cool. Also ich werde jetzt die GT Masters wahrscheinlich in Zukunft noch viel krasser verfolgen, als ich es bisher schon getan habe. Weil irgendwie ist das so noch nie bis zu mir durchgedrungen hier. Klar hat man von dem Projekt mal bei JP gehört, als sie das letztes Jahr in Angriff genommen haben.
Aber so wirklich weiterverfolgt habe ich es nicht. Halt jetzt erst durch die Ring-Police-Videos wieder. Die machen einfach so Spaß zu gucken. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal bei Ring-Police vorbei. Ich kann euch den Kanal ja auch direkt mal verlinken unten, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. So, wir sind in der letzten Runde hier schon. Können wir den Mannfilter jetzt vielleicht wenigstens noch attackieren? Er wird wahrscheinlich... Ah, ja, hier... im Windschatten unterwegs gewesen und dann gibt es halt einfach untersteuern. Jetzt hier nochmal einen guten Exit. Kommen wir vielleicht ran. Aber gegen den AMG sehen wir natürlich auch leistungstechnisch ein bisschen schlecht aus. Er hat ja Power ohne Ende. Naja, was war's noch weggeschmissen? Und landen damit auf dem, keine Ahnung wie viel Platz, 18. von 21 Startern. Drei Autos hinter uns. Ja, okay. Gut. Ja, also fahrtechnisch war das jetzt keine Meisterleistung von mir, aber wie gesagt, wenn man die ganze Zeit nur labert, dann ist das schwierig. Ja, aber das soll es auch schon gewesen sein zum Team Iron Force bzw. Ring Police. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Also das war mal wieder so eine Sache, die... ja, mal keinen neuen Content vorstellen, sondern einfach nur eine Sache... weiß ich nicht. Als ich den Skin so gefunden habe, bin ich einfach nur so ein bisschen gefahren und gefahren und hab gedacht, ah, ja, cool. Und dann habe ich gedacht, ja, warum machst du da nicht eigentlich mal ein Video drüber? Ist ja irgendwie eine Sache... Eigentlich mache ich das ja auch, weil es mir... also vor allem, weil es mir Spaß macht hier, ne? Und es macht mir auch alles Spaß, aber sowas macht mir besonders Spaß, weil das halt gerade das ist, was mich gerade bewegt. Und ich finde halt den Porsche gerade unglaublich geil, wenn ich so die Videos von denen gucke, dann macht mir das Spaß, den auch in Assetto Corsa hier zu bewegen, in der gleichen Lackierung, ey. Ja, und das hat mir jetzt auch Spaß gemacht, das Ganze mit euch zu teilen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Jo, das war das Wort zum Sonntag, würde ich sagen, ne? Genau. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, ein Abo auch gerne, wenn ihr noch neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich ciao, ciao.